Hallo Leute, wir sind wieder zurück. Diesmal eine andere Form von Video. Also eigentlich machen wir nur einen Podcast. Und zwar zu eigentlich dem Spiel, was uns so am meisten prägte insgesamt, glaube ich so. Auf jeden Fall bei mir. Und zwar Thema Souls-Reihe. Mit dabei ist Robin. Hallo Robin. Hallöle. Hallo. Und ja, wir quatschen über Souls. Ich würde sagen, wir fangen sofort an mit... Was ist das Besondere bei Souls? Weil im Prinzip, es gibt tausende von Spielen auf dem Markt. Was macht Souls so besonders? Robin, schieß mal los. Ja, ey, das ist echt schön zu sagen, weil ich finde, das ist echt so ein Spiel, was jetzt die ganzen Spiele, die bis dato rausgekommen sind, irgendwie nochmal einfach komplett ignoriert hat. Auf Indem jeden es einfach Fall, mal ja. Wieder was ganz Neues ist. Also man muss sagen, Souls-Spiele, und jetzt sage ich jetzt einfach mal Dark Souls zum Beispiel, hat sich daraus ausgezeichnet, dass es halt echt sackschwer war. Unnormal. Es gab nicht wirklich irgendwie eine Art Tutorial, also klar gab's, ne, aber das war jetzt einfach so go out and die, so nach dem Das Motto. hat schon eigentlich schon gefickt, so von wegen so, ja, der Boss gar nicht, dass man den Boss gar nicht schaffen kann, ja? Ja, genau. Dass Und was gar nicht zu schaffen ist. Was auch komisch ist, die Story wurde jetzt nicht so wirklich, also klar, es gab eine Story, aber man hat nicht dieses Storytelling gehabt. Also war jetzt kein Erzähler, der die ganze Zeit drüber geblabbert hat, von wegen so, ja, der Held hat die und die Motivation, sondern einfach du warst halt im Spiel und wenn du was über die Story wissen wolltest, musstest du dir zum Beispiel jetzt bei Items oder so den Infotext durchlesen und dir was zusammenreimen. Ja, ich weiß noch ganz genau, als ich zum ersten Mal Dark Souls gespielt habe, ich stand dann nach dem Intro dann an dieser vor diesem Lagerfeuer und ich hab mir nur so, ja, hä, was jetzt? So, ja. Man hat so gewartet, dass irgendjemand kommt, ja, jetzt geh da hin. Du hast irgendwie eine Minimap gesucht, du hast irgendwie einen Quest gesucht, weil es gibt keine Quest, es gibt keine Minimap. Du stehst einfach mittendrin und denkst dir so, Alter, ja, was jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Das ganze Spiel basiert eigentlich auf dem Prinzip so, ja, versuch mal und dann lern daraus. So, weil das Spiel ist, so viele Spiele, sowas wie zum Beispiel, keine Ahnung, God of War, ja, da gehst du einfach rein und rotzt da die Gegner um. Du musst im Prinzip nur schlauchig irgendwo hinlaufen und rotzt einfach alles um. Bei Dark Souls, du musst von Anfang an, du fliegst auf die Schnauze und daraus lernst du dann und dann machst halt wieder weiter. Vor allem, du wurdest auch wirklich belohnt, wenn du dann irgendwie mal die Welt durchkämmt hast, wenn du einfach mal in eine Ecke gegangen bist, wo du nicht hin musstest oder wenn du nicht wusstest, was da ist, hast du da irgendwie eine Truhe gefunden, wo dann eine fetteste Waffe oder Rüstung drin war. Ja, ja, und es war, und was, ja, was, es war halt nie unfair schwer, das fand ich halt so faszinierend. Ich fand, Dark Souls war ultra schwer, aber es war nie irgendwie, dass man sich gedacht hat, boah, nee, ich pack's jetzt nicht mal an, so von wegen, nee, die Scheiße pack ich nicht mal an. Es war jedes Mal so, ja, aber ich weiß, was ich falsch gemacht habe und ja, ich weiß, was ich beim nächsten Mal anders mache. Und es war nie so, dass du gesagt hast, Alter, das schafft man niemals. Es war immer nur so, ja, beim nächsten Mal, da wird das auf jeden Fall dann besser wenn werden. Wenn du dann irgendwie gestorben bist, dann war auch immer so, da war echt so, dass du nie gesagt hast, okay, das war jetzt das Spiel, was so scheiße ist, sondern immer, ja, da bin ich jetzt zu lang gerollt. Ich hab verkackt, ja. Da habe ich nicht auf meine Ausdauer geachtet oder sowas. Es ist immer so. Also ich glaube, da gab es echt keinen Moment, wo ich gesagt habe, boah, nee, das war einfach nur unfair. Ja, weil es gibt ja auch im Prinzip, so stark die Gegner auch sind, du kannst jeden Boss mit, ohne ein Hitpoint zu verlieren, kannst du eben theoretisch machen. Ja. So jeder Boss, so schwer die auch sind, es gibt niemanden, der irgendwie so eine unfaire Fähigkeit hat, wo du dir sagst, boah, Alter, wie soll man denn der Attacke ausweichen und so. Es war immer, wenn man gestorben ist, war es immer die eigene Schuld. Und das hat es einfach so unfassbar geil gemacht einfach. Ja. Ja, da gab es ja auch hier den einen Typen, der das jetzt neulich nur mit Voice-Chat-Befehlen durchgespielt hat. Ja, ja. Total gestört, wo du denkst, Alter, ich saß an dem Boss, was weiß ich, wie viele Stunden. Ja, ja. Und der Typ spielt das dann irgendwie mit Sprachbefehlen von wegen Item, Roll. Ja, das ist ja generell so. Wenn ich jetzt nochmal Dark Souls spielen würde, im Vergleich zum ersten Mal, wo ich es gespielt habe, dann mittlerweile rusht man ja durch. Das hat man schon gesehen, wenn du dann im New Game Plus irgendwann warst. Das war ja dann auf einmal... Ja, so wenn die Bewegungen einmal so im Kopf drin sind, wenn du weißt, was du wie machen musst, dann. Ja, wenn du weißt, wie die Boss funktionieren, ist es auf einmal so einfach. Und denkst halt so, hey, wie konnte ich am Anfang so viel sterben? Und dann läufst du halt da durch, als wäre es nix. So. Ja, vor allem, was das Spiel dann halt auch noch ausgezeichnet hat, war einfach dieses. Man ist einfach immer schwach. Man ist immer scheiße, ja. Selbst die Piss-Zombies im Tutorial könnten dich später noch im Late-Game auch mit dem krassesten Equip einfach töten. Also generell, es war nie so, dass du durchs Equip irgendwie gemerkt hast, boah, ich bin ja so krass. Equip war eigentlich jetzt nie so wirklich heftig. Ja, so, außer Waffen. Ja. Waffen waren halt wirklich stark, aber von den Rüstungen her war jedes Mal so, ja, wenn dich der Boss mal mit einer Breitseite trifft, dann bist du halt tot. Ja, dann ist es egal, was du anhast, dann kannst du noch so fett sein. Generell, also, du warst immer nervös, du hast immer das Schild oben, wenn du dann irgendwie bei einem Boss warst. Oder auch nur, wenn du in irgendeinem Gebiet warst, was du noch nicht kennst, was neu ist, Schild oben gehabt. Und immer nach dem Motto, ja, bitte, kommt da jetzt nichts um die Ecke, was böse ist. Man war immer darauf gefasst, dass irgendwas Krasses passiert. Und das ist auch so, man ist dann so in dieser Welt drin, so, weiß auch nicht, es ist einfach...
Ja, auch die Tatsache, dass, wenn du so abends im Bett liegst und spielst irgendeine Souls-Reihe, du hast zum Beispiel keine Musik, ne? Du hast keine Musik. Es ist generell ja etwas düsterer. Es ist ja nicht so, dass man so Friede, Freude, Eierkuchen hat. Es ist sehr realistisch. Und ja, dieses, dass du allein so, du hörst jeden Schritt, den du machst, du hörst, wenn es irgendwo klimpert, du hörst einen Gegner, der irgendwo sein Kettenhemd klimpert und du weißt sofort, okay, fuck, irgendwie shit got serious, was, ne? Ja. Hier, irgendwas ist jetzt hier. Und ja, dass auch jedes Gebiet komplett anders war. Es war auch nicht irgendwie so, ja, es war überhaupt nicht schlauchig. Du hast jedes Mal das Gefühl, okay, ich gehe jetzt in eine neue Welt und es kommen neue Gegner und man hat sich jedes Mal so gefreut, wenn der Boss kaputt war. Weil jedes Mal wieder, wie ein kleines Kind, jedes Mal wieder den Boss umgehauen, man hat sich so gefreut, man so, ja, Mann, ja. Ja, vor allem, dass die Welt halt wirklich zusammenhängt ist, weißt du. Du hast halt immer neues Gebiet und dann hast du irgendwie so einen Shortcut aufgemacht. Ja, genau. Und warst dann auf einmal wieder am Anfang und denkst so, ey, geil, das kenne ich. Ja. War echt so, dass du gemerkt hast, okay, das ist wirklich eine ganze Welt, die wirklich zusammenhängt. Und ich sitze auf irgendeiner Klippe, guckst hinten hin. Boah, das sieht schon geil aus. Irgendwann bist du einfach. Ja, genau. So, what the fuck? Hier wollte ich doch hin. Und generell, was du eben angesprochen hast mit der Atmosphäre, du hast ja wirklich nur diese Soundeffekte von deinem Schwert, von deinem Schild, wenn irgendwas passiert. Und das einzige Mal, wenn du wirklich Musik hast, im Hintergrund sind der Bosskämpfe. Ja, und da weißt du immer sofort, okay, fuck, direkt, oh, fuck, okay, fuck, 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 fuck. Und natürlich immer das Fockgate, das war auch immer krass. Also das war halt, stimmt. Bei Dark Souls 1 war das ja noch so, bei Dark Souls 1 und Dark Souls 2 war das ja so, dass das wirklich immer ein Boss dann war. Also zu 90% der Fälle weißt du, okay, Fockgate, fuck, jetzt wird hart, so. Das gab's ja bei. Du hast keine Items mehr und dann direkt, fuck. Ja, es war so geil. Es war so geil. Und das ist auch immer dieses System mit menschlich und nicht menschlich. Ich meine, letztendlich ist es ja eigentlich ein Offline-Spiel. Und ein Offline-Spiel, was so mega Spaß macht und so motiviert, ist eigentlich so selten mittlerweile. Weil das Spiel, ich weiß, bei Dark Souls 2 habe ich mittlerweile, ich glaube, über 60, 70 Stunden Spielzeit, welches Offline-Spiel schafft das, einen so lange zu motivieren? Also das war wirklich, ja, man kennt das so, ja, spielst du Mario einmal durch beispielsweise, ja, also wenn es gegen Mario ist geil, aber spielst du Mario einmal durch, dann ist es durch, liegen. Dann ist es halt liegen, so, ne? Ja. Und Dark Souls, du spielst das durch und denkst so, ja, geil, und jetzt im New Game Plus nochmal. Ja, so. Vor allem, dann sind die Gegner wieder stärker, du behältst zwar dein Equipment, aber irgendwann ist halt Cap, ne? Ja. Und dann wird das Spiel nur noch schwerer und assiger und ich war, wie gesagt, bei Dark Souls 2 bin ich irgendwann im New Game 3 Plus am Ende gewesen, also kurz vor New Game 4 Plus. Und das hat immer noch genauso Bock gemacht wie vorher. Immer so dieses. Und auch wenn es zum fünften Mal. Auch dieses, dass man. Wie oft ich mir einen neuen Charakter angefangen habe. So, ne? So, okay, jetzt mal auf Magic. Okay, jetzt mal auf Beweglichkeit. Jetzt mal auf 2. Jetzt mal auf Dexwaffe. Jetzt mal auf Stärke wieder. Und das war einfach so geil. Ja, das war schon super. Dass du so viele. Ja, das im Prinzip. Die Atmosphäre und der Schwierigkeitsgrad des Spiels. Hat alles komplett alles andere irrelevant fast schon gemacht, ja, weil. Und wenn du es schon 50.000 Mal gesehen hast, das war es trotzdem immer noch geil. Du hättest es zum 100.000 Mal sehen können. Ich hab teilweise, noch ein halbes Jahr nachdem ich gespielt habe, habe ich mir jeden Abend auf YouTube so Speedruns angeguckt, ne? Ja, und so Speedruns Let's Plays, von ne? Dark Souls und hier so Rocket Beans Let's Play mit Edmund Denzel und so, ne? Das ziehst alles rein und man fight's immer noch. Man fight's einfach immer. Ich weiß nicht, was dieses Spiel. Es ist einfach, weil es so Bock macht, jemanden zu sehen, wie der das zum ersten Mal spielt. Ja, ja. Weil ja. Das ist echt so wie bei guten Filmen, wenn du dir am liebsten wünschen würdest, boah, du brauchst so ein Blitzdings. Ja, genau. Und vergisst alles und dann kannst du den Film nochmal gucken. So wie geil wäre das? Ich kann dir ganz genau definieren, was dieses Spiel hat, was es so unfassbar geil macht. So einfach, ja, das ist einfach so, vor allem, das muss ich mal überlegen, das ist ja aus Japan das Spiel, ne? Ja. So ein japanisches Rollenspiel, da stellt man sich ja alles drunter vor, aber. Definitiv kein Dark Souls ähnliches Spiel, ne? Nee, vor allem, die haben das ja echt versucht, irgendwie so auf Westen zu trimmen. Ja. Weißt du? Und dann denkt man, dann sieht man mal, dass, wenn die Asiaten versuchen, westliche Spiele auszubringen, sind das besser als die westlichen Spiele. Das ist schon mega traurig, ey. Und man muss, was ich auch krass finde, ist, obwohl das jetzt zu einer Serie geworden ist, also klar, es gibt ja jetzt hier Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, es gehört ja alles zur Souls-Serie, das ist trotzdem nicht diese, wie sagt man, Abnutzungserscheinungen zum Beispiel jetzt Assassin's Creed. Also jetzt, klar, Assassin's Creed ist ein cooles Spiel und so, aber nach dem fünften Teil denkst du auch irgendwann, okay, es reicht. Ja, weil das Spiel ist auch in sich einfach perfekt, ja, weil du könntest mir Dark Souls, wenn es von der Engine oder von der Kollisionsabfrage, von allem drumherum, vom Schwierigkeitsgrad, von dem Movement her, wenn das gleich packst, du könntest mir einfach nur jedes Mal neue Gebiete packen und ich würde sie jetzt mal wieder kaufen. Ja, ja. Mach halt. Es ist einfach echt so. Die können von mir aus Dark Souls 5 machen, ja, immer noch gleiches wie Dark Souls 1, nur neue Gebiete. Ich würde es kaufen, ich würde es einfach kaufen. Ja. Neue Items, ich würde es kaufen. Neue Bosse und dann hat es. Weil man erwartet zufrieden. Nichts an dem, weil das die Spielmechanik ist einfach perfekt, ja. Es gibt keine bessere Spielmechanik als bei Dark Souls einfach. So dieses, dass du halt, ja, du drückst dich irgendwie schlagen und das Spiel geht automatisch dann so, dass du den Gegner triffst oder irgendwie. Ja, das Spiel ist halt so direkt, wenn du daneben schlägst, schlägst halt daneben. Ja, wenn du triffst, dann triffst du halt so. Das sind halt die Fehler, die du machst und nicht irgendwie bei anders schuld ist. Ja, dafür. Genau, ja. Und es ist halt auch geil,
alleine diese Online-Komponente in dem Spiel, es ist sogar, wie schon gesagt, es ist eigentlich kein Multiplayer-Spiel. Es gibt irgendwie keine Arena oder man kann nicht wirklich Koop zocken. Mhm. Sondern da ist alles nur so halb drin. Du hast halt eine ziemlich krasse PvP-Komponente drin gehabt. Und nochmal, ja. Und da hast du halt konstant Angst, dass nicht nur die Monster dich fertig machen, sondern doch auch, dass irgendein anderes Spiel plötzlich in deine Welt kommt durch dieses Invaden, was halt diese Online-Feature ist. Ja. Und dir dann einfach vor auf den Sack geht. Jedes Mal, wenn du menschlich warst, hast du Schiss, dass du auf jede Sekunde dass einer kommt. Ja, da weil, hättest du alles passieren. Aber weil das war halt, in Dark Souls 2 fand ich das ein bisschen schade, weil das haben die ja im Prinzip quasi rausgenommen, das Ganze. So, ja, weil es gab's noch, aber das war irgendwie nicht mehr so. Das war überhaupt kein Vergleich zu Dark Souls 1. Abhängig von wie vielen Seelen du gesammelt hast. Ja, und da brauchst du ja auch dieses Item extra, was du kaufen musstest. Ja, genau. Irgendwie so. Bei Dark Souls 1 war einfach so, hast du Bock zu invaden, ja, hast deine roten Steinchen ausgepackt und hast invaded. So, ja. Ne? Und dann, ja, das war halt bei diese ständige Angst bei Dark Souls 1. Gab es halt bei Dark Souls 2 so nicht, weil bei Dark Souls 2, ich wurde, glaube ich, insgesamt wurde ich einmal invaded in, wie gesagt, 60 Stunden Spielzeit, glaube ich. Ne? Das war schon ein bisschen schade. Weil was halt dann wieder cool war, bei Dark Souls 2 gab es ja diese Anti-Invade-Covenant. Ne? Stimmt. Diese blaue Blue Guardians oder so hießen die, glaube ich. Genau, das war doch da, wo du Leuten hilfst, genau. Die invaded werden. Das war eine ultra geile Idee. Ich hatte so Bock drauf, ja. Aber da niemand invaded hat, ja. Wurde so nie gerufen. Wurde einfach nie gerufen. Ich war nur die ganze Zeit diesem Covenant. Außer halt Sunbrows irgendwann. Ja. Aber ansonsten, ja, wurde ja, das ist echt so eine richtig geile Idee, die einfach durch den komischen Invade-Mechanik in Dark Souls 2 kaputt gemacht worden ist. Boah, die Sunbrows. Ja. Ich liebe es. Praise the Sun. Also ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir reden mal jetzt ein bisschen über die Magic Moments von Dark Souls. Magic, boah, da gibt es so viele. Da gibt es so viel zu erzählen eigentlich. Also, ja gut, natürlich, der absolute Standard-Magic Moment ist natürlich, Anor Londor. Anor Londor. Ja. Auf jeden Fall Anor Londor. Weil es einfach auf einmal eine komplett Atmosphärenwandel war. Du warst auf einmal hell und groß und dieser Weg da runter und alles so schön. Also diese Kathedrale und du wusstest nur, Alter, jetzt geht's ab. So, jetzt geht's ab. Weil vorher war so, das Gebiet vorher, da wusstest du ja ungefähr, ja, ich bin jetzt hier fast fertig. So, also da kann nicht mehr viel kommen. So, ne? Ja. Auf einmal macht's nur, der Falke kommt da, dieses Ding, diese Harpien ja, alleine da. Dass dieses Viech nach dem Bossfight dich irgendwie einfach mitnimmt, ja. Dich dann absetzt und dann kennst du ja diese Animation, wenn der da so aufsteht. Naja. Und dann guckst du hoch und dann kommt nur Anor Londor und alles voll hell, so mega große ja. Gebäude. Mega schön einfach. Ja. Das ist so geil, ey, hier will ich hin. Ja, da hat Dark Souls 1 echt gut gepunktet mit den Gebieten. Das war auf jeden Fall Magic Moment, auf jeden Fall Nummer 1. Ja, aber da gibt es so viel. Für mich war auch Magic Moment da der Tutorial-Boss. Also Magic Moment im negativen Sinne, weil man wird von allen Spielen so verwöhnt, alles ist so einfach, alles ist so casual. Und du stehst da beim Tutorial-Boss und denkst dir nur so, Alter, ja. Ich bin zum 10. Mal jetzt beim Tutorial verreckt, so, ne? Ja. Erstmal am Anfang zu raffen, dass du links an dem vorbeigehen musst, genau. Ne? Das war schon das eine. Also ich bin, glaube ich, insgesamt im Tutorial bin ich bestimmt 30 Mal gestorben. In welchem Tutorial stirbt man 30 Mal, ja? Es sagt ja auch keiner, dass du, hey, du musst da an der Seite vorbeigehen. Ja, genau. So, das Spiel lässt dich komplett alleine. Das war für mich auch schon Magic Moment, aber so im Sinne von, ja, das Spiel, da habe ich Bock drauf, so, weil es einfach, man wird nicht so an die Hand geführt, wie jetzt bei allen anderen Spielen. Jedes andere Scheißspiel kannst eigentlich Brain AFK spielen. Mhm. Es gibt ganz, ganz, ganz selten mal Spiele, die wirklich schwer sind im Offline-Modus. Ja, meistens wirst du da so an der Hand geführt, aber bei Dark Souls, du wirst so in den Arsch getreten. Ja, das kannst du halt nicht auf Autopilot spielen. Da musst du überhaupt schon richtig nicht. Von Anfang an dabei sein. Immer konzentriert, immer, gut, was natürlich ein bisschen schade ist, dass du im Prinzip immer Guides brauchst, so, weil, also das Dark Souls Wiki war halt der beste Freund, ne, ist einfach so. Ja. Jetzt nicht wegen der Gebiet oder damit du weißt, wo du hin musst, weil das war schon cool, selbst herauszufinden, aber allein schon wegen Items und so, ne, beispielsweise Painted World, ne, hier bei Dark Souls 1. Na, das ist allein auch schon mega Magic Moment. Wer kommt da drauf? Das kann nur das Wiki dir sagen. Allein auf die Idee zu kommen, da irgendwie, also man musste für diese Painted World, das war so ein mehr oder weniger geheimes Gebiet, da musste man irgendwie zwei Items oder ein Item? Ein Item, diese Puppe. Genau, die Puppe aus dem Tutorial holen. So, ja. Die kannst du aber nicht am Anfang im Tutorial holen, sondern du musst später, so Mitte des Spiels oder so, nochmal ins Tutorial rein. Mhm. Und allein um da hinzukommen, wenn man da reinkommt. Da musste man so einen voll komischen Jump machen. Ja, du musst hoch zu diesem Krähennest. Genau, wieder, und ne? Da kamst du, als erstes hast du dir halt gedacht, okay, dieser Jump, der ist niemals da gedacht. Du hast gedacht, du benutzt irgendwie einen Bug oder einen Exploit dafür. Ja. Sondern bist du da oben gewesen und wie wir eben schon gesagt haben, du wurdest dafür belohnt, dass du das gefunden hast. Ja, vor allem das Ekelhafte war ja noch, da steht dann am Nest, du legst dich hin und erst eine Minute später passiert was. Stimmt, du darfst ja irgendwie eine Minute nichts machen. Du liegst eine Minute da rum wie so ein Ei und es passiert nichts und auf einmal kommt der Vogel. Da denkst du ja auch, normalerweise, ich würde da niemals alleine hoch.
Ja. Ich würde mich da wahrscheinlich nicht reinlegen, ja. Wenn ich mich reinlege, aber würde ich da 5 Sekunden aufstehen und sagen, ja gut, war halt nichts, dann gehe ich wieder runter. Dann aber im Tutorial zurückzulaufen, um diese Puppe zu holen, um dann damit an das Gemälde in Anor Londo zu gehen. Also bitte. Also da, ich weiß nicht, wer das herausgefunden hat, ne? Aber der hat auf jeden Fall einen Preis verdient. Also ich muss sagen, einer meiner Magic Moments war auf jeden Fall der Albtraumdrache aus Dark Souls 1. Ja, der war auch geil. Aber auch nur wegen dieser mega krassen Cutscene. Weißt du, hast da, du hast dieses mega leere Gebiet und da wusstest du schon, okay, fuck, da wird irgendwas passieren. Auf jeden Fall ein Boss kommen. So, und dann startet diese Cutscene und das sieht als erst aus, als würde da so ein Alligator so aus dem Wasser hochkommen. Ja. Da denkst du so, okay, was ist das jetzt, Alligator? Ja, okay, krass, aber denk's nicht mit. Sondern auf einmal wird er immer größer, da siehst du die Flügel von dem und denkst so, oh fuck, Und er wird noch größer. Genau, und dann kommt er irgendwann aus dem Wasser und du siehst nur noch Zähne. Ja, dieses Ding einfach am Bauch da. Boah, da hat direkt Gänsehautmusik angesetzt, ja, und dann denkst du so, fuck, ich bin gefickt. Einfach. Aber da war der gar nicht so schwer. Da war der gar nicht so schwer. Das stimmt, aber das war einfach ein krasser Moment. Auch ein krasser Moment auf jeden Fall. Das erste Mal diesen Drachen, der erste Konflikt mit dem Drachen, ja, die Konfrontation auf dieser Brücke. Auf der Brücke am Anfang, ja. Das ist ja auch so, ne? Das ist ja direkt nach dem ersten Boss, ne? Das ist ja auch, im Prinzip ist ja der erste Boss auch Magic Moment, weil es halt einfach ein abgefuckter Boss ist, der Demon-Boss da auf der Brücke. Ja, auf dieser, was ist das hier? Auf den Burgmauern. Ja, ja. Der muss ja erstmal wissen, dass du hinter dir die Treppe hochgehen kannst, um dann oben von oben, weißt du, auch eine andere Sache. Alles schon Pro-Tactics. Ja, ja. Und dann danach, du bist gerade so Adrenalin noch, dein Blut pocht noch und platzt noch von Adrenalin, Puls 180, bist du so, geil, ich hab's geschafft. Ja. Gehst links auf die Brücke, Feuer kommt, bist tot. Der Drache, du bist einfach down. Denkst du immer so, Alter, kann nicht wahr sein, ne? Allein die ganzen Taktiken, die man dann im Internet gefunden hat, von wegen so, ja, mach den mit einem Bogen kaputt, dann bekommt er voll die krasse Waffe. Stimmt, wenn so. Den Schwanz abschießen, ne, von dem Drachen. So. Ja, ja. Das war aber auch OP. Ja, aber auch noch vom Anfang. Ich meine, das konnte man ja nicht so einfach irgendwie aufwerten. Nee, das war so. Irgendwann wurde das dann scheiße wieder, aber am Anfang war es echt OP. Am Anfang war das echt ein geiler Boost, das stimmt schon. Magic Moment, da. Ja, eigentlich ist das. Man muss dazu sagen, ich und Manu haben das Spiel, also bis jetzt jedes Spiel von der Story-Serie, immer zusammen gespielt. Mhm. Also wir haben echt immer gewartet, bis der andere Zeit hat, damit wir uns zusammen hinsetzen können, um das zu zocken. Und bei Dark Souls 1 war das so, ich hatte das komplett durchgespielt schon und kannte fast alles. Ja, stimmt, du hast mir das so lange angezeigt. Meinst du, ey Manu, guck dir das mal an. Ich so, Alter, was ist das denn? Ne? Ich hab's noch nie voll gehört, ich wusste es halt nicht. Ey. Und allein das zu sehen, wie du das zockst, war so ein Magic Moment, einfach weil du saßt dann halt da im Tutorial, bist du verreckt und ich hab gesagt, ja ey, sagst du dir das jetzt, sonst nimmst du dir den ganzen Spaß vom Spiel mit. Und das hat so unfassbar Bock gemacht. Ich weiß noch, wo ich dich da gefragt habe, so nach dem Tutorial, wo ich dann vorher stand, so, ja Robin, wohin denn jetzt, ne? Ja. So, ja, dann guck doch einfach mal rum. So, okay, fuck, überall Wege, ist so, hä, kann sein, ich das mal schön zu den Skeletten runter, ja, da genau, verreckt, genau. Ne? Und ich glaube, irgendwann dann nach einer Stunde hast du mir dann gesagt, nee, Mann, du musst da auch. Ich so, okay, danke. Ja, es war schon unfassbar cool. Und es gibt ja, wirklich. Und da denkst du, das ist ja auch so eine Sache, ne? Normalerweise, wenn dich ein Spiel am Anfang so in den Arsch tritt, denkst du eigentlich so, ja, Alter, leck mich am Arsch, ne? Ich zock das nicht, ne? Kein Bock da drauf, ne? Ja, trotzdem, Dark Souls, es war trotzdem geil. Du hast so Bock drauf. Du hast einfach Bock, so, da hat schon fast so eine leicht masochistische Ader, ne? So, ja, schon. Ich hab Bock darauf, auf die Schnauze zu fliegen, so, ne? Und das ist einfach so bei Dark Souls. Allein auch, dass die Gegner ja auch immer andere Movesets quasi haben. Also ist nicht so standardmäßig, der haut jetzt von links oben zuerst und dann von rechts, sondern dass diese komischen Scheiß-Zombies ab und zu mal ihre Sprungattacke gemacht haben und dich einfach gestaggert haben und dich einfach dann töten. Und du hast diesen Mob schon 100 Mal gelegt, 101. Mal bist du unaufmerksam, der tötet dich. Du bist einfach tot. Und du denkst einfach nur, das kann nicht sein. Ich habe jetzt hier schon 10 Bosse gelegt und der erste Kack-Gegner tötet mich einfach. Und dann dieses Geräusch, dieses You died. Ja. Ich hab so, das verfolgt mich, dieses Geräusch. Ja. Was ich auch geil fand, auch Magic Moment ist, den DLC hast du ja auch gezockt, von Dark Souls 1 jetzt. Und ich weiß nicht warum, aber ich fand diesen Ritter Astrosius, oder wie hieß er? Artorias, ja. Das ist ja dann im DLC ein Bossfight und ich fand das einfach so cool, weil du hörst im ganzen Spiel, sammelst du so Items, wo dann immer mal die Rede war von wegen, ja, Ritter so und so. Ja. Und der Name fällt so oft. Ja. Und dann bist du einfach in diesem Kolosseum-artigen Arena. Da kommt dieser Drache, ach, der Drache, sag ich, der Ritter, der dann auch schon auf dem Cover vom Spiel ist. Ja, stimmt, ja. Und dann denkst du einfach, okay, das ist jetzt dieser fucking Ritter, gegen den du jetzt einfach kämpfst. Das war auch meines Wissens der erste Gegner, der so groß war wie du, oder? Das war der erste Nicht-Ultra-Monster-Boss-Gegner, oder? Ja, der war schon ein bisschen größer als du, aber das war ja jeder. Ja, aber das war so ein One-on-One-Feeling, so, genau. Einer so auf Augenhöhe halt, weil alles andere war immer so, okay, ich trete jetzt einfach gegen ein Monster an, was
10.000 Mal so groß ist wie ich und 30 Tonnen wiegt. Ja. War zum ersten Mal so ein Gegner, der, wo du halt gesehen hast, was er so macht. So halt, das war eigentlich, fand ich auch mega cool. Ich weiß gar nicht, was war ein DLC denn sonst noch so? Allein schon, wenn da reingekommen ist, ein DLC. Ja, das war auch, das war auch wieder, da musste man auch Dark Souls Wikipedia auch abchecken. Haben, sonst wusste es auch wieder nicht. Ja, ja, ansonsten so, vom, so viel vom DLC ist gar nicht hängen geblieben. Doch, klar, hier war doch Dark Souls 1 hier mit diesem komischen Monstervieh am Ende, was nur Magie rumballert und die alles. Die Hand, aber diese Hand. War das nur eine Hand? Es war irgendwie, war auf jeden Fall die Hand das Ausschlaggebende bei der. Ich glaube, der hieß sogar Manus, weil Manus heißt, glaube ich, die Hand. Manus, ja, ich klick mal gerade weiter. War das DLC? Ja, das war auf jeden Fall DLC. Ja, guck mal nach, ich laber schon mal ein bisschen weiter über nächsten wichtigen Punkt, nämlich die Community. Das finde ich halt bei generell Souls auch mega faszinierend, dass, ja, das ist im Prinzip, es gibt entweder, es gibt einfach nur Ultra-Fans des Spiels oder einfach die Hater. So ist, es gibt eigentlich keinen, der so sagt, ja, ich talk's mal so ein bisschen so. Da siehst du, da. Ja, genau, Manus. Manus, Father of the Abyss. Abyss. Ja, der war schon krass. Der war schon ein Wichser. Der war schon, ja, der war schon ekelhaft. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wie gesagt, weil bei Souls entweder, die Community von Souls ist so, ja, die liebt einfach Souls so hart. Das sind so treue Fans einfach. Der einfach, egal was, ja, was da kommt an Souls-Zellen, sei es jetzt Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Dark Souls 2, jetzt bald Dark Souls 3. Alle Leute hypen sich einfach so, die sind einfach so, ja, so Bock drauf. Und die andere, und das andere Camp ist halt so. Es geht ihnen am Arsch vorbei. Alter, was ist los mit euch? So, dieses Spiel ist so scheiße. Ja. Wie könnt ihr dieses Spiel spielen? Ihr kriegt nur aufs Mal das größte Rotz, den es gibt. Ja. Es gibt auch keinen, der irgendwie das Spiel mal so ein bisschen gespielt hat. Entweder man zockt es komplett durch und ist angefixt, oder man sagt, ne, überhaupt nicht für mich. Und zocken das Tutorial, kriegen aufs Mal, ne, kein Bock. Ja. So. Es gibt so keinen, der so sagt, so, ja, das ist ja ganz witzig so. Entweder man ist komplett Feuer und Flamme oder man hasst es halt komplett. Und ich bin halt komplett Feuerflamme. Für mich gibt es keine geilere Spielserie als Souls-Reihe. Einfach was, einfach so unfassbar packend einfach ist. Ich könnte es jetzt wieder spielen, ich hätte Fans wieder geil, ne? Ja. Ich könnte es jetzt wieder spielen, das ist echt so, wenn du so eine Weile nicht gezockt hast, dann hast du so ein paar Sachen wieder vergessen und dann wird das wieder voll interessant. Ja. Vor allem kannst du dann auch so ganz denken, ja, mach mal irgendwie einen Char, den du nicht vorher gespielt hast. Mach mal irgendwie mit Deutschen nur. Ja, ich hatte letztens noch, wo wir umgezogen sind, wo das Internet noch nicht da war, habe ich Dark Souls 2 gespielt und ich habe einfach mal gesagt, komm, machst du dieses 2-Einhänder. So, da gab es ja dann irgendwann. Genau, in Dark Souls 2 konntest du ja 2-Einhänder. Wenn du jetzt, sagen wir mal, die Waffe brauchte 10 Stärke, 5 Beweglichkeit, du hattest dann aber 20 Stärke und 10 Beweglichkeit, dann konntest du die so in diesem Dual-Wield-Modus benutzen. Ja, genau, benutzen, das so, ne? Wie diese Special Moves und genau, so. Genau, und dann dachte ich mir so, komm, mach's das mal, weil Souls war für mich immer mit Schild. So, das war das erste Spiel, war zum ersten Mal, wo ich dann kein Schild hatte. Und ja, es war wieder so schwer, obwohl ich einfach gedacht habe, ich bin mittlerweile der übelste Pro in Souls, ne? Mhm. Wie gesagt, Dark Souls 2, über 60 Stunden Spielzeit, dachte ich, yo, geh ich easy durch. Aber es hat mir wieder so in den Arsch getreten, ne? Das kann es einfach nicht. Ist einfach nicht so, dass du sagst, ja, ich bin da jetzt gut drin. Man kann in Souls nicht gut sein. Mhm. Außer du machst halt auf Speedrun, wo du halt dann genau weißt, was du wann, wie, wo machen musst. Dann ist es natürlich schon einfach wahrscheinlich für dich, ne? Bei Speedruns ist es ja auch immer so, du weißt nicht, wie oft die Leute für den Try jetzt schon dran gesessen haben. Ja, gerade weil die spielen das Spiel auch nicht, im Prinzip, wenn es normal spielst, ist ja, jeder Gegner, den du killst, ist ja wichtig, weil der gibt dir ja Seelen. Ne? Ja. Jeder Gegner, den du killst, ist halt wichtig fürs Aufleveln. Und desto blöder ist halt auch, wenn du stirbst, weil deine Seelen halt weg sind. Ne? Genau. Aber beim Speedrun, du weißt ganz genau, okay, den Boss schaffe ich auf Level 1 und dann bin ich Level 10 danach und den muss ich dann so und, keine Ahnung, ich war da eigentlich nie. Ich finde es mega interessant und mega faszinierend zu sehen. Aber für mich selber, ich glaube, mir hat das Spiel so ein bisschen zerstört, glaube ich, teilweise. Weil wenn du nämlich dann so denkst, wenn du dann so siehst, okay, ich könnte das in einer Stunde durchspielen und nicht in normalerweise wie ich 30 Stunden. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie lange haben wir für Dark Souls 1 gebraucht? Über 30 Stunden. Ja. Denkst du mir so, Alter, okay, was sind wir für Idioten, was wir so lange brauchen? Deswegen bin ich eigentlich... Ja. Wie war denn das bei Dark Souls 1 noch? Wurdest du da für den Tod bestraft? Ich glaube nicht, ne? Da war nur, du warst dann, wenn du menschlich warst, bist du wieder untot. Mhm. Hattest dann die Online-Komponente nicht mehr, du konntest keinen mehr zu Hilfe rufen. Mhm. Muss halt die Seelen einsammeln gehen. Genau, aber du hast lang. Du nie, doch klar, ne? Du hast der Malus wurde langsam mehr bei Dark Souls 1. War das nicht nur bei Dark Souls 2? Das nee, es war bei 1, glaube ich, auch. Ich weiß es nicht mehr. Und ich glaube, das ging, glaube ich, bis zur Hälfte. Aber wir hatten dann irgendwann diesen Ring, dass das nur 75% maximal beeinträchtigt hätte. Stimmt, irgendwie sowas war da. Doch, das kann sein, dass du so ein halbiertes Leben hattest direkt. Oder war das wirklich nur mal? Ich weiß es gar nicht mehr. War das Demon's Souls schon? Ist ja auch egal. Ja, Demon's Souls war immer halber P. Demon's Souls war, du bist tot, halber P. Demon's Souls ist ja eh da ganz. Demon's Souls ist der größte Arschloch von allen. Ja, das stimmt. Das ist echt. Da kann ich verstehen, wenn man sagt, das Spiel ist. Ja, Demon's Souls ist teilweise unfair, finde ich. Also ich finde.
ab Dark Souls ist wirklich, wie wir eben gesagt haben, man merkt, dass man besser wird, man merkt, dass man lernt. Aber ich finde Demon's Souls einfach nur unfair teilweise. Also ich weiß es nicht. Aber dass du halt dann... Ja, ich weiß nicht. Ich finde Demon's Souls einfach teilweise ja, viel zu hart. Und auch viel zu sehr mit, du brauchst diese Pflanzen, um dich zu heilen. Ja. Du bist immer... Du bist da, stimmt, da gab es noch keinen Scheiße. Estus, ne? Nee, du bist immer scheiße. Jeder Gegner tötet dich quasi. Ja, dann, dass die Abschnitte auch so mega lang waren. Da gab es nicht die Bonfire, ja, genau, stimmt, Bonfire, ja, die stimmt, in einer relativ humanen Abstand kam. Ja. Sondern war einfach nur, ja, bist gestorben, fang wieder von vorne an. Gut, bei Dark Souls 2 fand ich die Bonfire ein bisschen zu nah dran beieinander. Das war so ein bisschen das vereinfacht. Stimmt, ja. Bei Dark Souls 1 war es perfekt und bei Demon's Souls war es viel zu weit weg. Ah, da erinnere ich mich auch dir... ist auch eigentlich so ein bisschen Magic Moment, wenn du bei Dark Souls 1 die Fähigkeit bekommen hast, dass du dich zwischen den Bonfiren teleportieren kannst. Ja, jetzt auf einmal, wow, komplett neue Welt hat geöffnet. Komplett konntest du backtracken, nochmal ein bisschen farmen und alles. Das war echt das fand cool. Ich halt bei Dark Souls 2 ein bisschen schade, dass das von Anfang an so war, weil das hat's halt mega vereinfacht, fand ich. So dieses, bei Dark Souls 1 war noch so, du bist erstmal den Weg komplett gelaufen. Und irgendwann diese ganzen Shortcuts waren bei Dark Souls 1 viel wichtiger, weil du nicht porten konntest. So. Das war einfach so, okay, ich muss jetzt hier, muss ich jetzt da und da lang laufen, dass ich irgendwann wieder an den Anfang komme. Bei Dark Souls 2 war, okay, ich porte es zum Anfang. So. Und das war halt ein bisschen schade. Du warst direkt beim Schmied und so, musstest immer erst zum Schmied hinlaufen. Ja. Immer abwägen, ja, lohnt sich das jetzt mit den 20.000 Seelen da jetzt? Ja, genau. Da war bei Dark Souls 1 echt so, okay, ich hätte jetzt theoretisch die Ressourcen dafür, aber ich bin eine halbe Stunde Fußmarsch vom Schmied entfernt. Ja. Laufe ich jetzt zurück oder gehe ich noch ein bisschen weiter und so und... das fand ich in sich natürlich viel schwieriger als bei Dark Souls 2, aber in sich besser, weil man dann halt dann das am Ende viel mehr zu schätzen wusste. War auf einmal war so, ich finde bei Dark Souls 1 gibt es nochmal so... Hat sich das erarbeitet. Ja, bei Dark Souls 1 gibt es für mich so zwei Teile, zwei Parts. Irgendwann kommt ja bei Dark Souls 1 dieser Peak, wo du auf einmal stark wirst, so, ne? Und das finde ich jetzt einen mit dem, wo du porten kannst. Dark Souls 1 ist für mich nochmal zwei Teile eigenständig. So am Anfang, wo du halt nur auf die Schnauze kriegst und dann Char so Forms irgendwie... Und das Feintuning, das Ende ab dem Porten ist irgendwie nochmal irgendwie eigenständig so. Da geht's irgendwie nochmal richtig los. Das ist wie so, wenn du halt, keine Ahnung, bei WoW erst mit 100 anfängst. So, genau, ne? Das ist also bei Dark Souls 1. Gut so vergleichen, das stimmt. Und was ich auch immer geil fand, ist, wenn du irgendwie diesen Adrenalinkick, den du hattest, wenn du einen Boss gekillt hast, hat's dann, was weiß ich, wie viele Tausende von Seelen. Und da war immer, ja, okay, fuck. Gibst du die jetzt aus, laufst du zurück oder suchst du erst noch nach dem nächsten Bonfire? Ja, genau. Und dann immer so, ja, okay, du weißt nicht, wann das nächste Bonfire kommt. Ja. Kann sein, dass es jetzt erst in einer halben Stunde kommt oder dass es jetzt direkt nach dem nächsten Gegner kommt oder du läufst den ganzen Weg zurück. Und ich kann mich an ein paar Situationen erinnern, wo wir Seelen gefarmt haben, an Painted World jetzt zum Beispiel. Und ich habe dann irgendwie einmal die Seelen, irgendwie so 30.000 Seelen gehabt oder 300.000 Seelen. Bin dann irgendwie kurz vor Ende einmal verreckt, wollte die wiederholen und die waren weg. Und das ist mir zweimal hintereinander passiert. Ja, ist ja auch immer so, so ist ja auch der Stress, das Adrenalin, die Nervosität, ist ja auch proportional zur Menge der Seelen, ja? Ich meine, hast du 0 Seelen, rotzt du alle Gegner um ohne Probleme, ne? Hast du allerdings so 10.000 Seelen oder 100.000 Seelen, hast du immer Lampenfieber. Ist auf einmal jeder Boss auf einmal ultra schwer. Du bist vor jedem Boss so, oh fuck, ne? Wenn ich jetzt hier sterbe, ich weiß immer ganz genau, man hat ja so angemerkt, wenn du eine Seele hattest, auf einmal musstest du bei einem kleinen Mob dreimal Flask benutzen. So. Ja. Okay, lieber wieder raus, Flask. Okay, Schild hoch. Ah, oh, der hat mich schon wieder getroffen. Ja, da muss ich so konzentrieren einfach dann. Da denkst du so, okay, fuck, du hast so viele Seelen, so viel Verantwortung jetzt. Und dann, zusätzlich kommt ja dazu, dass wir das immer so gespielt haben, ist, wenn du verreckt bist, musstest du an den anderen abgeben, den Controller. Und da war immer so, ja fuck, du hast 30.000 Seelen plus, du musst den Controller abgeben, wenn du verkackst. Und du willst den Controller nicht abgeben, du willst weiterzocken. Und dann der Stress als anderer, okay, ich muss jetzt die Seelen holen gehen. Ja, ich muss es schaffen, die Seelen zu holen. So. Oh, das war beides so schön. Wenn du so 2 Stunden farmst und denkst dir so, okay, fuck, ich muss jetzt die Seelen kriegen, sonst waren 2 Stunden für den Arsch. Mhm. Ich weiß nicht, hatte ich dann bei Dark Souls 2, war das halt ganz extrem, wo ich da die Seelen gefarmt habe, glaube ich schon irgendwann... Habe ich die Seelenanzeige, habe ich so zugeklebt am Fernseher, dass ich das nicht sehe, wie viele Seelen ich habe. Ich habe dann einfach 2 Stunden gefarmt und erst als ich dann zurückgegangen bin und schon safe war, habe ich dann die Anzeige wieder freigemacht, dass ich wieder sehe. Weil das ist auch geil. Sonst wäre ich viel zu nervös geworden, ne? Auch so dieses Date. Ich habe mir gedacht, nee, jetzt muss ich auf jeden Fall sterben, jetzt werde ich sterben. Was weißt du eigentlich schon von Dark Souls 3? Oh. Also ich habe versucht, nicht so viel zu gucken. Ich habe auch extra. Das ist immer so dieser Zwiespalt, ne? Ja. So. Du hast übel Bock drauf, du willst wissen, was da kommt, aber du hast auch so Schiss davor, so hart gespoilert zu werden. So. Also ich habe nur jetzt ein bisschen was zu diesem Netzwerktest, hieß das ja, was jetzt letztens war. Und das war ja mehr oder weniger sozusagen eine Beta, die man zocken konnte abends immer. Und ich finde, es sah halt aus wie Dark Souls.
Das Gebiet, was sie jetzt in der Beta gezeigt haben, fand ich jetzt ein bisschen öde, weil es hat gewirkt wie am Anfang von Dark Souls 1, dieses Burg-ähnliche Aufbau. Mhm. Und ich vermute mal, die haben das einfach nur gemacht, damit du halt nicht zu sehr von den neuen Dingen... war schon immer so. Ne, also die wollten nicht großartig was zeigen. Grafisch hat sich natürlich einiges getan, ist ja jetzt natürlich PlayStation 4. Ist ja exclusive, ne, PS4, meine ich. Wird wahrscheinlich wieder exclusive, glaube ich auch. Mhm. Ich glaube, Bloodborne war ja auch schon exclusive, ne? Stimmt, ja, gab's ja gar nicht für PC, genau. Ne? Und was halt sonst noch neu ist, ist die Magieanzeige, die man schon in Demon's Souls hatte. Ja, stimmt, die kommt jetzt mit Dark Souls 3 wieder. Finde ich auch cool. Aber wenn sie sich selbstständig auflädt, dann finde ich es cool. Genau. Also mal gucken, wie das war. Also wie das wird. Ich glaube, wenn das sich auflädt, könnte das wieder potenziell OP werden für Magier. Kommt dann auf die Geschwindigkeit an, ne? Wie schnell sich das auflädt. Also, und ich weiß auf jeden Fall doch, dass das Kampfsystem an sich wieder ein bisschen schneller geworden ist, weil die halt zuvor Bloodborne gemacht haben, was schon relativ schneller war vom Kampfsystem. Aber ansonsten weiß ich noch nicht viel über Dark Souls. Finde ich halt eigentlich. Ich glaube nicht, dass die viel an ihrem Kampfsystem ändern werden. Die wissen, was die Community will. Mhm. Die wissen auch darum, dass die Community ausrastet, wenn das nicht so ist. Ja. Ja. Die Community würde komplett alles boykottieren, wenn ihr was irgendwie mega anders. Da erinnere ich mich dran, dass die ja schon bei Dark Souls 2 so alle Angst hatten, von wegen so, wird das jetzt hier Mainstream-Game, dass das jetzt leichter wird oder so. Das war Gott sei Dank nicht der Fall. Ja. Dann kam ja Bloodborne. Für mich ist Bloodborne eigentlich kein Teil der Souls-Reihe, wenn ich ehrlich bin. Das ist halt so ein eigenes Franchise. Es ist ein Spin-off. Es wird so kommen, Dark Souls 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla bla bla, wahrscheinlich hoffentlich bis 30. Und bei Bloodborne wird es genauso werden. Es wird Bloodborne 1, 2, 3, 4, 5 geben. Vielleicht kommt irgendwann noch ein drittes Franchise dazu, weil Bloodborne unterscheidet sich in eigentlich so vielen Sachen von den Souls-Reihen. Mhm. Das ganze Kampfsystem ist anders. Die Atmosphäre ist ganz anders. Ja, das Setting alleine. Es ist viel horrormäßiger, finde ich. Mhm. Ja, und ich finde auch so von allem her, von dem Umfang der Items her, finde ich Demon's Souls schon fast lächerlich. Bloodborne schon fast lächerlich. Das fand ich auch, was mich ein bisschen gestört hat, so, weil. Ja, du hast halt echt keine Auswahlwaffen. Im Prinzip, du hast keine Waffen und keine Rüstungen. Ja. Jede Rüstung sah gleich aus, ja. Und bei den Souls-Reihen, wenn du bedenkst, was die Leute da für verschiedene Sachen gespielt haben, jeder Invader sah anders aus, jeder Invader hat anders gespielt, manche mit Magie, manche mit Zweihänder, manche mit Einhänder, jeder war irgendwie anders. Und bei Bloodborne, gab es entweder die Axt oder diese Sichel-Ding da. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also, klar, ich fand Bloodborne war ein mega gutes Spiel. Auf jeden Fall. Allein, weil es halt grafisch so geil war. Es hatte auch die gleichen, es hat mich auch genauso ins gleiche Feeling gepackt wie Souls. Aber auf eine andere Weise. Es hat sich angefühlt wie Dark Souls. Auf eine andere Weise. Das Ding ist halt, das war halt wirklich nur dieses alte viktorianische London, nennt man das ja. Dieser Stil, so gotische Gebäude und so. Und, das hat dem Ganzen halt so ein bisschen Vielfalt rausgenommen. Weil du hast halt bei Dark Souls hast du so 5 Millionen andere Gebiete. Du hast die Burg, dann hast du mal einen Wald, dann hast du irgendwie ein Feuergebiet. Ja. Und ja, bei Bloodborne war das einfach nur immer irgendwelche alten Gebäude. Das haben sie auch ein bisschen probiert, so ein bisschen. Dann gab es ja mal so den ganzen Wald, den tiefen Wald mit den Schlangenpennern Aber ja, du hast schon, die wollten es halt realistisch halten. Und dann hast halt, es war halt kein Fantasy-Spiel, so wie Souls war, ne? Du hast halt nicht so die, im Prinzip, dass die Story war ja, also der Plot war, du warst ein Werwolfjäger, also du warst ein Jäger sozusagen. Ja. Du musst halt Monster jagen. So. Und die Monster waren aber so halt, waren so Werwölfe, so in der Richtung. Genau. Es war halt nicht so, du hast nicht so diese Möglichkeiten wie bei Souls, einfach sagen, wir machen einfach alles. Wie hier, wir sind es ja gerade vor uns, Manus, einfach mal irgendwas, ja? Sieht aus wie Bahamut von Final Fantasy. Einfach mal irgendwas reinhauen. Ja, es war halt bei Bloodborne nicht so die Möglichkeit. Mhm. Ja, ich glaube, also du hast ja gesagt, du meinst, dass Bloodborne noch so eine Serie wird. Kann ich ja gut vorstellen. Ich glaube eher, klar, die machen jetzt mit Dark Souls immer weiter, also das wird dann immer durchnummeriert einfach. Aber ich glaube, Bloodborne an sich wird nicht fortgesetzt, aber ich glaube, die experimentieren dann trotzdem noch mit anderen Sachen. Ja, das wäre auch cool, also ich könnte mir vorstellen, dass sie dann irgendwie was anderes machen, was dann ja, ist schwierig, irgendwie so eher Richtung Japan oder so geht, weißt du? Ja, also ich weiß, was du meinst. Solche Mythologien oder so reinbringst. Weil wir haben im Prinzip dann so, dass sie so verschiedene Epochen abfrühstücken. Genau, oder zum Beispiel, dass sie irgendwie so Sci-Fi-mäßiges mal was versuchen. Halt einfach immer nur ihre Dark Souls-Formel draufpacken, aber dann halt einen anderen Setting. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Also ist halt, glaube ich, davon abhängig, was die Community, dass wir haben ja so keine Werte, ne, aber wahrscheinlich, wenn wir wissen, wahrscheinlich gibt es da so Marktforscher, die sagen, ob Bloodborne 2 mehr Sinn macht oder irgendwie Neues. Oder so ein Demon's Souls 2 oder sowas, ne? Ja, Demon's Souls 2, weiß ich nicht. So, also ich muss echt sagen, Demon's Souls ist das einzige Spiel von der Serie, was ich noch nicht durch habe. Ja. Was ich, glaube ich, auch nicht durchspielen werde. Oder ja, es ist einfach zu abgefuckt. Es ist einfach zu abgefuckt einfach. Also, das ist echt, also da kann ich echt verstehen, wenn man sagt, nee, das Spiel ist absolut nichts für mich. Da kann ich vollstens nachvollziehen. Ja, du merkst bei Demon's Souls null Steigerung, finde ich einfach. Du merkst einfach null Verbesserung irgendwann. Mhm. Also,
Gut, wenn halt, auch, ich find, fand das auch nicht so angenehm mit dem, das hat mich auch bei Bloodborne so ein bisschen gestört, dass man so dieses Hub hat und alles von da aus irgendwie so macht. Ich finde, das nimmt im Ganzen so, immer so ein bisschen das Flair, Ja, weil, das Entdecken und so. ja, genau, weil, ja, so dieses, wenn du halt, das ist wie wenn du durch den Welten portest, wie verschiedene Level jetzt bei Mario oder so, ne, oder, keine Ahnung, du bist halt dann immer da, machst Welt 1, schaffst das. Dann bist du stark genug für Welt 2. Dann schaffst du die, bist stark genug für Welt 3. Ich finde, das ist ein blödes System. Ich finde es viel cooler, wenn du halt so dieses hast. Du kannst von Anfang an alles machen, so. Kannst Und, hingehen, wo du willst, ja, das genau. Spiel im Prinzip, auch wenn du bei Demon's Souls jetzt schon mit Level 1 in das letzte Gebiet gehen könntest, aber das Spiel gibt dir trotzdem einen Weg vor. Und ich finde das immer so ein bisschen schade, weil, ja, gerade bei Souls das Geile, dass du halt das für dich selbst herausfinden Ja, sollst. dass wenn du Wie gut bist, oft kannst du du. auch wirklich dahin Wie gehen, oft wir genau. bei Souls 2 gesagt haben, so, ey, du bist da zuerst hingegangen, ich war erst da und Genau, man redet mit 5 Leuten und alle 5 Leute haben einen anderen Weg gemacht. Bei Bloodborne und bei Demon's Souls ist das nicht der Fall. Ja, da weiß man, was man zuerst machen muss. ja. Bei Bloodborne war es ja noch extremer. Du hattest ja nur dann die eine Möglichkeit zum Porten. Ja, du bist ja nur Ja, dann, genau. ging ja nur dahin, so, ne? Fand ich halt Ja, ein. Demon's Souls, das Hub war so ein bisschen wie Super Mario. Ja, Welt 1-1, Genau, musst du ja. anfangen oder sowas. Ja, das fand ich halt ein bisschen blöd, deswegen war es bei Souls ein bisschen besser. Was würdest du sagen, ist so der größte Kritikpunkt an Dark Souls? Also an der, nicht an Dark Souls, sondern an der gesamten Souls-Serie, wenn du irgendwas festmachen würdest. Größter Kritikpunkt. Oh, das war, was mich wirklich, wirklich stört irgendwann, ist, dass es bei Souls, gerade bei den Souls-Reihen im New Game Plus nichts mehr Neues gibt. Irgendwie Neues an Items, die stärker werden, so dieses, weil, ja, du hattest, Ja, du hattest schon wieder Spielwert auf jeden Fall, ja, du aber. hattest wieder Spielwert, aber spätestens am Ende von Dark Souls 1 war es ja so, dass du halt dann die Rüstung auf Max hattest, du hattest die Waffe auf Max upgradet, du hattest deine Zauber, die du wolltest, so, und da bist du ins New Game Plus gegangen, und du warst von Minute 1 im New Game Plus bis ins New Game 10 Plus, ja, warst du gleich equipped, du hattest so nichts mehr Neues, so. Einzige, was halt neu war, hat's im ersten Playthrough, hat's halt dann die Waffe gebaut, konntest du im zweiten Anlauf dann den Zauber holen oder so, aber dann war's es auch schon. Stimmt, oder du konntest dann noch im zweiten Anlauf alles auf Max bringen, also ab Max Ja, aufwerten genau, damit, das, aber. diese Titanitbrocken gab es ja nicht, gab es ja Genau. nur irgendwie einmal im ersten Run, konntest halt dann noch den zweiten Run holen und so. Aber mir hat es so gefehlt, dass du halt im Prinzip belohnt wirst, dass du es nochmal spielst. Also so, es gab ja ab und zu mal einen Gegner neu oder so, ne? Aber es gab halt so irgendwie wieso nicht ein extra Boss, der nur im New Game Plus kommt. Ja. Oder ein Rüstungsset, was nur im New Game Plus kommt, weil, gut, das können die ja selbst dann, die Angst ja wahrscheinlich so, dass man dann PvP-OP wird und so, aber das ist ja auch abhängig von den Seelen, ja? Und du bist ja im New Game Plus erst, wenn du halt viele Seelen hast, ne? Und dann könnte man so, ja, mir hat das so ein bisschen gefehlt, so, dass man, ja, so dieses, man hat sich so über neue Waffen gefreut beim ersten Durchspielen, über neue Rüstung so gefreut, aber als du halt die dann hattest, hattest du die halt dann so. Und da Eben. gab es halt so nichts mehr Neues, das fand ich so ein bisschen schade. Ja, vielleicht kommt das ja in Dark Souls 3 jetzt, weil ich meine, in Dark Souls 2 haben sie ja dann wenigstens den Schritt gemacht, wo die gesagt haben, okay, die Leute, die im New Game Plus sind, die bekommen extra Gegner. Da hat sie halt Genau, immer diese ja. phantomähnlichen Gegner, die Genau, dann ja. irgendwie, wo dann auf einmal statt nur drei Gegner im New Game waren, auf einmal fünf. Ja, genau. Das fand ich auch cool. Aber wieso sagt man nicht dann, dass die irgendwas Besonderes droppen können? Und wenn es von mir aus auch die gleiche Waffe ist mit den gleichen Stats und die gleiche Rüstung mit den gleichen Stats, aber irgendwie krasser aussieht, Ja. dass du halt so ein bisschen Prestige hast, dass du, keine Ahnung, sagen wir mal, die Rüstung im ersten Playthrough ist golden, dann ist sie im zweiten Durchspielen blau, dann im dritten rot und dann irgendwann schwarz. Dass du einfach dann sagst, Alter, ich habe hier die weiße Rüstung, was du quasi Ja, bedeutet, dass mit du schon, ja, eiskaltem was im Prinzip dann bedeutet, dass du schon mindestens 6-mal durchgespielt haben musst. Sowas fand ich halt irgendwie schade. Das hätte man ruhig irgendwie mit einbringen können. So, nicht um stärker zu werden, sondern auch so für einen selbst so ein bisschen. So, okay, ich habe irgendwas Krasses so. Also, weil, ja, jeder kann dir sagen, ja, ich spiele im New Game 5 Plus. Ja, So, aber aber beweisen beweisen kannst du kannst du es. es halt nicht, ne? Nee, das stimmt. Ja, wäre schon cool, wenn die da in der Richtung was machen. Also ich würde mich auch auf jeden Fall freuen. Wie, und was ist für dich der größte Kritikpunkt, wenn du einen hast? Ja, ich habe glaube ich sogar zwei. Also der erste ist, ich finde, alle letzten Bosse in der Oh Souls-Serie sind ja, einfach langweilig. Also stimmt. was heißt, langweilig ist falsch ausgedrückt, aber die sind einfach eine Witzfigur im Vergleich zu den Ja. anderen Bossen. Also zum Außer Beispiel. Bloodborne ist so ein bisschen was anderes. Ja, also ich muss auch sagen, ich finde an den Endbossen her Bloodborne am Auf geilsten. jeden Fall, Einfach weil der ja. halt so ein Auf jeden bisschen. Fall. Der hatte so ein paar Phasen fast schon. Du Und hattest am weil du Anfang. auch, weil im Prinzip der Typ, der dich die ganze Zeit spielst, begleitet, auf einmal Genau. sagt, okay,
steht auf und ja, genau, packt seine Sense so, aus. So einmal okay. So ein What the fuck-Moment. Ich habe gedacht, wir sind Freunde so. Ja, ja. Und der hat halt diese Phasen, weißt du, am Anfang konntest du den noch staggern. Ja, genau, richtig. Und dann in der ja. zweiten Phase hat er angefangen mit voll den krassen Moves, die auf einmal voll mega Schaden gemacht haben. Und in der dritten Phase konntest du auf einmal nicht mehr staggern. Ja. Und da war einfach nur, ja, do or die. Also ja, genau. einfach ja. so versuchen oder nicht. Und, aber das ist halt immer. Ich weiß nicht, zum Beispiel hier dieser Albtraumdrache oder so, der hat einen viel krasseren Effekt auf mich, als wenn ich jetzt sagen würde, okay, Gwyn ja, Gwyn im ersten Teil. Gwyn, du konntest Gwyn backstabben. Du kannst einen Boss nicht backstabben. Allein das, weißt du, ich habe auch aus Versehen, ich habe in dem ganzen Spiel noch nie repostet, ne, da bin ich ultra schlecht drin, ne, und dann einfach per Zufall aus Versehen auf L2 gekommen bei Dark Souls 1, den, auf einmal schlägt er mich, ich reposte das und mach den mega Schaden. Ja, ja. Weißt du, oder auch hier Dark Souls 2, ich weiß nicht mehr, wie heißt die Olle. Ja, wo er einfach nur mit ihr herumlaufen muss, ja, quasi. Ja, die hat zwar irgendwann angefangen, permanent Schaden zu machen, einfach ja, nur durch die Aura, das war auch ein aber Witz, ja. Das war auch, da hatte ich keinen Endboss-Feeling. Ja, also da stimme ich auch komplett zu. Ich kann dir bei Dark Souls 1 fünf geilere Boss nennen als Gwyn, ja? Ja. Oder bei Dark Souls 2 finde ich jeden Boss geil. Selbst Endboss. Hier Sif, dieser Wolf mit dem mega fetten Schwert in der ja. Schnauze, war geiler als Gwyn. Boah, Sif würde ich fast noch mit den geilsten nennen. Ja, ist auch. Also, keine Ahnung. Selbst vor Kings war dieser, ja. dieser Space-Welt da. Selbst der war besser als Gwyn. Ja, ich weiß auch nicht. Also, Endboss, da müssen wir auf jeden Fall dran schrauben. Der Story wegen war natürlich Gwyn cool, ja? Weil im Prinzip du killst den Lord der den Lord der Toten, so genau. Im Prinzip tötest du und wirst zu dem selber. Finde ich eigentlich ganz geil. Das heißt, auf einmal, du bist halt nicht so der Erlöser, sondern du bist einfach jetzt der fucking Bösewicht, so, ne? Ja, so nach dem Motto. Du tötest den Bösewicht, also wirst du zum Bösewicht, so, ne? Ja. Das fand ich ganz cool. Aber letztendlich war Gwyn der größte Witz, ey. Ja, ja, wie gesagt, also bis jetzt Endbosse immer ziemlich enttäuschend, meiner Meinung nach. Ja, außer Bloodborne halt, aber. Ja. Und der andere Punkt ist, das ist aber jetzt nicht wirklich ein Kritikpunkt an den Machern selber, sondern eher an Sony, weil seitdem die Spiele halt auch für PlayStation 4 da sind, ist das mit dem Invaden halt scheiße. Ja, das stimmt. Weil die haben ja jetzt mit der PlayStation 4 bist du halt jetzt verpflichtet für Online-Content ja, zu bezahlen, stimmt, also ja. Hier mit PlayStation Plus. Ja, das sind eine große Komponente daraus, ja, finde ich so. Ja, dieses Invaden, zum Beispiel, ich könnte jetzt nicht sagen, ob es bei Bloodborne Invaden gibt, einfach weil ich konnte es nicht ausprobieren, ich hatte kein PlayStation Plus. Genau, wie auch so dieses, dass du bei Dark Souls 1 oder 2 war es noch so, du hast einen Boss fünfmal probiert und das irgendwann so, boah, fuck, ich schaff den nicht. Und da hast halt einen noch gesammelt. Genau, da hat es so, halt diesen ne? Joker, dass wenn du den wirklich nicht geschafft hast, dann hast du ja halt noch Hilfe von anderen ja, Spielern. Ja, das war bei Bloodborne auch nicht so. Bei Bloodborne, keine Ahnung. Also ich habe da keinen Mal eingesehen. Ja. Oder auch so diese Messages oder so, das war einfach. Ja, stimmt, das war immer cool und ich habe jetzt, also beziehungsweise wir haben ja auch für den Channel Dark Souls 2 für die PlayStation 4 gezockt. Mhm. So, und da hast du auch schon gemerkt, okay, da fehlt was. Ja, da hast du auch schon krass gemerkt, ne? Ja. Das war so instanziert einfach. Erstmal A, musst du jedes Mal Geld bezahlen, um online spielen zu können. Mhm. Und B, müssen das ja die anderen auch. Das heißt, die Chance ist mal locker 25%, dass du, locker bei 50%, dass einer von beiden es nicht gemacht hat, so, ja, ne? Ja, eben. Es ist und dann, sagen wir mal im Prinzip, sagen wir mal, 10.000 Leute sind gerade online, ja? Davon haben aber nur 1.000 Leute online, also wirklich gekauft, dass sie online spielen könnten. Und davon sind einfach nur 500 Bock. Und davon sind nur 20 bei dir im Umkreis. Das ist halt einfach schon scheiße. Ich weiß noch, bei Dark Souls 1, du bist du vor einen Boss gelaufen als Mensch und da lagen einfach 10 Summon-Dinger. Irgendwie 10 Leute wollten dir helfen und 10 Leute haben ja, das Ding da gerufen. Stimmt, ja. Ich weiß noch, ich habe bei Dark Souls 2, habe ich oben bei dem Drachen, der erste Boss, dieser Käfigdrache da, ne? Ah, genau. Ja. Da habe ich, da war ich Sunbrow und ich wollte diesen Sunbrow-Speer, ne? Mhm. Und da muss ja irgendwie. Ja, genau, Dark Souls 2. Da muss ja irgendwie 50 Leuten helfen oder so dafür. Mhm. Und ich habe da einfach jedes Mal mein Ding hingelegt und ich wurde instant beschworen, so, ne? Und bei Dark Souls 2 für die PS4 oder bei Bloodborne einfach null. Da legst du dein Ding und dann wartest du mal locker 20 Minuten. Ich meine, es ist kein unfairer Preis für online. Ich glaube, du bezahlst 50 Euro für ein ganzes Jahr. Ja. Aber das Ding ist. Das aber zu machen ist schon Sache. Alleine, wie oft spielst du denn online mit der Konsole? Ja. Also ich bin jetzt kein Typ, der Call of Duty oder so auf der Konsole zockt. Ja, das macht auch lieber am PC. Beziehungsweise auch so diesen Schritt zu sagen, okay, ich gehe jetzt in den Laden und kaufe mir den Pass. Oder ich mache das jetzt online und überweise das. Oder ich meine, du kriegst dann halt immer so Spiele umsonst, aber die sind auch nie wie das Wahre. Und wenn du dann wirklich nur für Dark Souls irgendwie mal Internet haben würden, also würden wollen würdest, für Dark Souls 3 zum Beispiel jetzt, ja, ich weiß nicht, dann bezahlst du, glaube ich, auch schon 30 Euro nur für einen Monat oder so. Ja, ja, klar. Ganz runtergerechnet. Ja, vor allem ist das halt so schade, weil bei Xbox 360 haben Leute das übel abgefuckt, dass die bezahlen mussten für online und alle PlayStation-User meinten so, haha, ihr Ottos, ihr müsst bezahlen und so. Und jetzt ist es genauso. Jetzt hat man da leider nichts mehr gegen zu sagen. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht kann man da irgendwie einen Deal machen oder so, weil ich meine, Final Fantasy 14 gibt es ja auch für Konsole, das ist ja ein MMO. Mhm.
Und ich glaube, da ist es echt so, dass du dann halt nur diese Subscription-Fee für das Spiel kaufst und nicht für PlayStation. Ja. Ja, gut, ja, stimmt, ja. Ich meine, ist auch, da kann man, ja, es wäre so geil, wenn es einfach wieder mit Invaden gibt, dass sie diese scheiß Invaden-Mechanik wieder verbessern. Mhm. Und das, ich weiß nicht. Also ich glaube, für Dark Souls 3 würde ich es mir sogar kaufen mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie da irgendwas machen, weil die werden ja wohl gemerkt haben, dass bei Bloodborne und bei Dark Souls 2 für die PS4 halt tote Hose war, ne? Ja. Die werden ja wohl gemerkt haben, dass da irgendwas, ich denke, vielleicht werden die was gegen machen. Weiß ich nicht. Deswegen, ich habe auf jeden Fall mega Bock auf Dark Souls 3. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Also ich hab nichts dazu gesehen, nichts dazu gemacht. Nur mal diesen Teaser mal geguckt. Aber man weiß ja bei den Souls-Reihen generell, dass die Teaser oder Trailer eigentlich nichts verraten. Ja. Was war der Teaser schon? Du hast gesehen, wie da so ein Typ langstapft. Das war's schon. Und selbst wenn man schon so Sachen aus der Beta sieht, so aus dem Spiel, selbst das ist noch nichts von dem Spiel eigentlich. Ja. Bei Bloodborne hat man irgendwie, glaube ich, 2 Minuten spielen können und das in den ersten, die ersten 2 Minuten oder irgendwie so, ne? Und dann war halt der Rest des Spiels so komplett offen, man hat so keine Ahnung, wo es hinführt. Allein dieses Nichtswissen ist einfach das Geilste. Einfach erkunden. Ja. Weißt du, wann das kommt? Ich weiß es nicht. Ich meine auf jeden Fall nächstes Jahr. Ja, ich glaube auch nächstes Jahr. Aber das können sie, sollen sie von mir aus sich so viel Zeit lassen, wie sie wollen, wenn dafür ein geiles Spiel kommt. Ich fand Dark Souls 2, hat man schon ein bisschen gemerkt, so. Dark Souls 1 war ein voller Erfolg, dann wollten die schnell einen zweiten Teil machen, um wieder Geld damit zu verdienen. Natürlich, klar, eine freie Wirtschaft und so. Und es finisht bis Dark Souls 3, hatten jetzt lang genug Zeit, ja, sollen sie sich schön damit Zeit lassen und Zeit nehmen, die sie brauchen, damit wieder ein richtig geiles Dark Souls 1-Like-Spiel rauskommt und dann bin ich vollstens zufrieden. Ja, ich glaube, das war auch ein gutes Schlusswort, ne? Ja, finde ich auch. Würde sagen, verabschieden wir uns hier. Auf jeden Fall. Ich hatte sehr viel Spaß. War auf jeden Fall wieder cool. Ich rede auch gerne über Dark Souls. Da kann man sich stundenlang unterhalten. Ja. Gut, dass wir uns so relativ kurz gefasst haben, jetzt 46 Minuten. Ja, ich denke mal, wir werden Podcasts jetzt häufiger machen, ne? Ja. Ich habe auf jeden Fall Bock darauf. Also ich denke mal, wir werden den da auch irgendwo hochladen, dass er nicht nur auf YouTube irgendwie verfügbar ist. Ja. Vielleicht legen wir noch irgendwie ein Video hinter. Man weiß nicht. Oder so ein paar Bilder. Mal gucken. Mal gucken. Gut, Leute, könnt ihr dazu schreiben, was euch einfällt, was ihr davon haltet. Ob es gut angekommen ist. Ja, aber ich denke mal, dass wir als fester Teil der Souls-Community vertreten eigentlich auch die Meinung der Souls-Community, oder? Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwas Neues, ich glaube nicht, dass wir irgendwas Neues erzählt haben, was Leute jetzt noch nicht gewusst haben. Eben. Gut. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Praise the Sun. Praise the Sun.